Hört her, ihr Närrinnen und Narren, am Rosenmontag gibt's hier diese Sachen. Bunte Bilder, Fasching in Erlebniswelt. Schöne Bilder, Sprüche aus aller Welt. Und alte Bilder, Trauerflor an Schulgebäude. Tag für Tag im Jahreslauf grüße ich hier mit nem Glück auf. Heute beginnt die Fernsehschau mit nem fröhlichen Hello. Doch bei Karneval auf allen Kanälen will ich Sie nicht weiter quälen. An dieser Stelle kommen wir schon zu den Meldungen aus der Region. Und gleich zum Start, ja ei der Daus, sieht's auch bei uns nach Fasching aus. Unsere passenden Bilder zum Rosenmontag kommen aus Schneeberg. In der Bergstadt gab es auch in diesem Jahr mehrere Faschingsveranstaltungen für Groß und Klein. In der noch jungen Pandora am Filzteich ging die Faschingssause nach der Premiere im vergangenen Jahr in die zweite Runde. Kostümierte Gäste konnten im Rahmen eines großen Kostümwettbewerbes tolle Preise gewinnen. Natürlich konnten die Gäste der Faschingssause am vergangenen Donnerstag von 10 bis 20 Uhr auch all die Attraktionen nutzen, die eine der modernsten Indoor-Erlebniswelten Deutschlands bietet. Und das inmitten des Erzgebirges. Weiter mit Straßenverkehr und Mobilität. Seit Montag bedient die Stadtverkehrslinie B in Aue die Haltestelle Simmelmarkt verstärkt. Das Fahrtenangebot für das Wohngebiet Eichert wurde mit einer Direktverbindung dorthin erweitert. Konkret bedeutet dies, dass montags bis freitags täglich 6 zusätzliche Fahrten und samstags 5 zusätzliche Fahrten angeboten werden. Die Idee ist Ergebnis eines Bürgergesprächs im Januar. Wir nutzen Archivbilder vom Bahnhof Stolberg, um auf ein neues Angebot des VMS zu verweisen. Stolberg, Oelsnitz und Liechtenstein sind ab sofort besser an das Schienennetz angebunden. Die Linie 523 der Citybahn Chemnitz fährt jetzt wochentags von früh bis abends durchgehend im Stundentakt von Stolberg nach Glauchau über Oelsnitz Erzgebirge, Liechtenstein und St. Egidien. Bisher endete die Linie, von vereinzelten Zügen abgesehen, bereits in St. Egidien. In Glauchau besteht neu Anschluss an die Strecke Dresden-Hof sowie in Richtung Thüringen und in St. Egidien unverändert an die Strecke Dresden-Zwickau. Extra verkehrt spätabends ein zusätzlicher Zug von Stolberg nach St. Egidien und zurück. In Pfaffenhain kommt es bis voraussichtlich zum 31. Juli 2020 auf der Stolberger Straße, der S258, im Bereich der Hausnummern 18 bis 40 aufgrund von Kanalbauarbeiten zu Einschränkungen. Vom 9. bis voraussichtlich zum 31. März ist eine Vollsperrung vorgesehen. Eine Umleitung ist ausgewiesen. Dringend erforderliche Baumpflegearbeiten werden derzeit auf der S274 zwischen Tschorlau und Burkhardsgrün durchgeführt. Dazu ist die Staatsstraße zwischen Ortsausgang Burkhardsgrün und dem Abzweig der K9170 beim Süßsteinbruch wochentags täglich zwischen 7.30 Uhr und 16.30 Uhr voll gesperrt. Außerhalb der genannten Zeiten ist eine Durchfahrt möglich. Eine Umleitung ist ausgewiesen. Dauern sollen die Arbeiten bis zum 28. Februar. Ein Dialogverkehrsdisplay hat die Stadt Annaberg-Buchholz im Ortsteil Kunersdorf angebracht. Es befindet sich im unteren Teil des Ortes, oberhalb der Eisenbahnerhäuser. Das Gerät gibt Fahrzeugführern eine Rückmeldung über ihre Geschwindigkeit. Untersuchungen hätten laut Stadtverwaltung ergeben, dass mit solchen Dialogverkehrsdisplays die gefahrene Geschwindigkeit zwischen 2 und 6 Kilometer pro Stunde reduziert wird.
Weitere Displays sind im oberen Teil von Kunersdorf sowie an der großen Kirchgasse oberhalb des Bildungszentrums Adam Ries geplant. Sie sollen in den nächsten Wochen in Betrieb genommen werden. Wieder mal ein historisches Bild. Und zwar aus Herold. Trauer trug dort im Februar vor 10 Jahren die ehemalige Schule. Es hätte 2010 auch eine Geburtstagsschleife sein können. Denn seinerzeit stand das Gebäude genau 120 Jahre. Die Trauerschleife deutete bereits auf den Abriss hin. Das Haus stand seit der Schließung der Schule im Jahr 1999 leer. Über Jahre konnte für das Objekt kein neuer Nutzer gefunden werden. In Schwarzenberg wird es künftig ein Kinder- und Jugendbüro in der Altstadt geben. Jüngst trafen sich die in Schwarzenberg tätigen Streetworker mit zahlreichen Jugendlichen in dessen Räumlichkeiten am oberen Tor 1. Ziel des Treffens war, die Jugendlichen über den weiteren Verlauf des Projektes zu informieren. Abstimmungen gab es zur Einrichtung des neuen Domizils sowie zu künftigen Aktionen. Das Kinder- und Jugendbüro in Schwarzenberg nimmt als Projekt des Kreisjugendrings Erzgebirge im Rahmen des Förderprogramms Nachhaltige soziale Stadtentwicklung des Europäischen Sozialfonds Gestalt an. Außerdem gestartet ist das Projekt Begegnungsstätte Schwarzenberger Brücke des Diakonischen Werkes. Ehrenamtliches Engagement im Erzgebirgskreis wird auch in diesem Jahr mit dem großen Regionalpreis des Erzgebirgskreises gewürdigt. Bereits zum 3. Mal in Folge wird der Erzgebirger verliehen. Der große Regionalpreis des Erzgebirgskreises Erzgebirger zeichnet Einzelpersonen, Vereine, Gruppierungen, Institutionen oder Projekte aus, die sich für das Gemeinwohl, das gute Miteinander und die nachhaltige Entwicklung der Region engagieren. Zusätzlich wird der Sonderpreis unter dem Titel Jung und engagiert im Erz vergeben, der den Einsatz besonders junger Ehrenamtlicher würdigen soll. Bis 15. Mai 2020 können von jedermann Vorschläge für den Erzgebirger 2020 eingereicht werden. Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Gala in Anwesenheit aller Nominierten am 6. November im Kulturhaus Aue statt. Weitere Informationen zum großen Regionalpreis des Erzgebirgskreises unter www.erzgebirgskreis.de. Zum Eishockey. Da gehen die ersten beiden Halbfinalderbys an die Schönheider Wölfe. Im ersten Spiel der Best-of-Five-Halbfinalserie haben die Schönheider Wölfe am Sonnabend gleich mal eine ordentliche Duftmarke gesetzt und die Chemnitz Crashers vor 779 Zuschauern im Wolfsbau auch in der Höhe verdient mit 10:3 geschlagen. Ein Erfolg, der dem Team von Coach Sven Schröder jede Menge Selbstbewusstsein für das Spiel 2 am Sonntag brachte. Die Erzgebirger gewannen im Chemnitzer Küchwald mit 3:2. Sprüche aus aller Welt. Der Mensch schafft Reichtum, aber nicht der Reichtum den Menschen. Aus Vietnam. Vertraue niemand außer Gott und dir ein bisschen. Aus Galizien. Sprüche aus aller Welt und früheren Zeiten werden uns durch die ganze Woche begleiten. Aus Schweden kam mal Krieg und die Gardinen. Von Selma Lagerlöf und Astrid Lindgren sind Bücher erschienen. Musik brachten uns Anni-Frid, Björn, Benny und Agneta. Jetzt steht für Schweden die Thunberg-Greta. In Sachen Klima liest sie den Großen die Leviten und die lassen sich nicht zweimal bitten. Es wird getan, was man nur kann. Bezahlen soll's der kleine Mann.
1654 hatten Exulanten aus Böhmen ein anderes Streben. Wo können unsere Familien in Frieden leben? Wie bekomme ich meine Kinder satt? So kam's zu Johann Georgens Stadt. Jahr für Jahr feiert Johann Georgenstadt den Stadtgründungstag. Der ist am 23. Februar. Gefeiert wird aber seit ein paar Jahren am Sonnabend darauf. Das ist 2020, der 29. Februar. Wie immer sind alle Bewohner und Gäste herzlich eingeladen, an diesem Ehrentag dabei zu sein. Johann Georgenstadt ist relativ jung. Dass es die Stadt überhaupt gibt, steht mit der Gegenreformation in Böhmen und dem Rückgang des Silbererzbergbaus im böhmischen Teil des Erzgebirges im Zusammenhang. Erste Siedler waren Bürger der böhmischen Stadt Platten. Die hatten wegen ihres evangelischen Glaubens Haus und Hof verlassen. Die zum Schwibbogenfest 2019 eingeweihten hölzernen Exulantenfiguren auf dem Weg zum Pferdegöpel zeugen von dieser Vertreibung. Am 12. Februar 1654 baten die Exulanten bei Kurfürst Johann Georg I. von Sachsen um die Erlaubnis zur Anlage einer Bergstadt am Fastenberg. Die Bitte wurde den heimatlosen Flüchtlingen am 23. Februar 1654 gewährt. Das Datum gilt seitdem als Gründungstag von Johann Georgenstadt. Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 366. Stadtgründungstag am 29. Februar ist ein Berggottesdienst. Der beginnt 15 Uhr in der Stadtkirche. Davor gibt es traditionell eine Bergparade. An der nehmen in diesem Jahr neben der Bergkapelle und der Bergknappschaft Johann Georgenstadt weitere Knappschaften aus den 6 Nachbarorten Schwarzenberg, Rittersgrün, Antonstal, Sosa, Schneeberg und Breitenbrunnen teil. Auch eine kleine Delegation der Knappschaft aus dem Saarland wird erwartet. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Johann Georgenstadt werden ebenso den Umzug bereichern. Abmarsch ist 14.45 Uhr, Nomen est Omen, auf der Exulantenstraße. Noch ein Tipp: Einmal in Johann Georgenstadt sollten Sie die fast letzte Gelegenheit nutzen, die Schwibbogenausstellung im Pferdegöpel zu besuchen. Die Schau ist nur noch bis zum 1. März geöffnet. Die Schwibbögen im Pferdegöpel leuchten täglich von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. Noch ein paar Termine und Veranstaltungen. Am Faschingsdienstag steigen in Annaberg-Buchholz in der Turnhalle Kunersdorf und im Kulturzentrum Erzhammer Faschingsveranstaltungen für Kinder. Ab 15.30 Uhr laden der Heimatverein und der TSV 1888 Kunersdorf in die Turnhalle Kunersdorf zu einem bunten Programm mit Spielen, Zauberei, Clown Harry sowie einer Kinderdisco ein. Im Kulturzentrum Erzhammer gibt es von 15 bis 18 Uhr für Kinder ab 4 Jahren tolle Spiele sowie Musik und Tanz mit der Disco Satellit. Die besten und ideenreichsten Kostüme werden prämiert. Am Mittwoch ab 18 Uhr ist das Annaberger Theater Gastgeber für das 20. Café International des Unterstützerkreises Asyl. Die Veranstaltungsreihe hat sich zum Ziel gesetzt, Kultur und Brauchtum unterschiedlicher Nationen einander näher zu bringen. Sie findet seit einigen Jahren in unregelmäßigen Abständen an verschiedenen Orten in Annaberg-Buchholz statt. Die Regionalgruppe Schwarzenberg des BUND Sachsen lädt Interessierte zu einem Informationsabend über das Bergbauvorhaben der SME AG im Schwarzenberger Ortsteil Pöhla ein. Die Veranstaltung findet am Dienstag ab 18 Uhr im Gasthaus Fuchelberschenk in Pöhla statt. Uwe Kettnis von der BUND Regionalgruppe will das Bergbauvorhaben auf der Grundlage der beim Oberbergamt eingereichten Genehmigungsunterlagen zum Rahmenbetriebsplan für das Erzbergwerk vorstellen und die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung im Genehmigungsprozess erläutern. Noch einmal sei daran erinnert: In Hohendorf wird bis zum 1. März zu einer Schnitz- und Klöppelausstellung ins Schnitzerheim eingeladen. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr und Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Vorbei ist nun die Fernsehschau am Rosenmontag bei RTV. Liebe Närrinnen und Narren, bei uns gibt's auch morgen was zu lachen.
Das Erzgebirge ist unser Gebiet, weil man es so wie bei uns nirgends sonst noch sieht. Und damit höre ich mit dem Reimen auf und komme vom Helau wieder zum Glück auf.